Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock 2 mit mir, dem Hardy. Ja. Willkommen zur anderen Kinderstation. Sie wird bewacht sein, Vater. Mach dich bereit. Ich bin Eleanor. Ich quatsch dem Hardy in seinen Eröffnungsspruch rein. Weil ich total ungeniert bin. Naja, das macht auch nicht jeder mit mir. Aber Eleanor darf das, ja? Das ist nämlich meine Little Sister, die darf das. Weil die lieb und nett ist. Und mir im Kampf zur Seite steht. Ja? What the fuck? Nein. Hui! Oh! Friss meinen Raketensperr, du Sack! Lol. Der hat gesessen. So. Oh mal geil, ey. Wie er keine Schnitte hatte, der Mungo. Wenn du fertig bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf, dann gehe ich weiter. Ich glaube, diesmal hole ich sie mir zur Hilfe. Na komm. Deshalb will ich ihre Hilfe haben. Ah! Lol. Nein! Ich hänge fest. Die wollen uns die Kinder wegnehmen. Ja. Also, wie sie alles im Alleingang platt macht. Hör mal, geil, ey. Oh, Mann, nein! Oh! Alter, die fetzt ja mal alles weg, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt kann ich hier schön gemütlich den ganzen Scheiß aufsammeln. Fucke die Henne, ey. Meine Fresse. Das hat mich alles quasi nur eine Eve-Spritze gekostet. Das ist natürlich sehr nice. Ich glaube... Ja, wir können jetzt zum Ballasttank. Ich kann das Wasser verdampfen und wir können weg. Wir müssen zur Dockplattform, Vater. Rasch! Ey, wieso kriege ich hier denn keine Dingens mehr? Also diese geile Mucke. Du hast Eleanor den freien Willen gelassen. Und jetzt verbreitet sie ihn unter diesen Unschuldigen wie eine Seuche. Selbstbewusstsein ist ein Fluch, Delta. Du stürzt sie in Verdammnis. Was? Habt ihr übrigens gerade gesehen, wie ich die beiden Items im Sprung gecached habe? Oh ja, genau so läuft das. Halleluja, wann dürfen wir endlich mal die Lamp besuchen gehen? Das ist ja der Wahnsinn. Lol. Hä? Ach so. Hä, was? Was? Wo soll ich hin? Hier? Unnimm sein Wort an Sünder. Alter, du willst es echt wissen, wa? Du willst es echt wissen, ey. Ich steige jetzt in den Ballasttank, Vater. Komm hoch zu dem Glas, wenn ich anfangen kann. Wenn wir loslegen, gibt es kein Zurück mehr. Bedarf deiner Führung, oh Herr. Ah!
Du willst meine einzige Tochter aus ihrem Heim und ihrer Familie herausreißen, um sie an eine Welt ohne Hoffnung zu verfüttern. Und wenn Utopia mit ihr stirbt, lieber schicke ich uns alle in den Tod. Leb wohl, Eleanor. Mutter wird auf dich warten. Ja, verpiss dich endlich. Da kommen sie, Vater. Halt sie in Schach, bis ich das Wasser zum Verdampfen bringe. Mach ich doch glatt, Schätzelein. Will ich doch aber. Geschütz. Geschütz. Uiuiuiui. Und noch ein Geschütz. Mama! Alter, gib dir mir aufs Maul. Keine Pussy, ich geb's dir. Ich geb's dir, Hardcore! Ja! Yeah! Mann, der war auf die Fresse! Gleich verdampft es! Alter, wir haben mega das Aiming drauf! Stirb endlich! Da, verrecke! Verrecke! Und du verreckst auch! Stirb! 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 Es verdampft! Jetzt kann ich dir im Kampf helfen, Vater! Benutz das Plasmid! Oh, zack! Alter, jetzt verreck doch mal, du Sackratte! Mann, du fettes Stück Scheiße! Da kommt noch einer. Okay, jetzt muss mal der Hardy richtig dicke, richtig derbe Geschütze auffahren. Ja, du Hulk für Arme, Junge, komm her. Ja! Look, und der Pixie ist da, ja, genau! Ich glaube, ich werde nicht mehr, ey. Ach, das ist meine, oder? Ja! So. Komm, geh drauf, Mongo. Ich hab's geschafft, Vater. Das Ballastwasser ist weg. Entriegle den Andockmechanismus. Alter, geht doch alle drauf. Wo ist denn der Andockmechanismus? Der Aufzug zum U-Boot ist geflutet, Vater. Wir müssen den Druck ausgleichen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Zerbrich die Glasröhren, um den Raum zu fluten. So. Wir haben es geschafft, Vater. Wir starten. Schnell zum Aufzug. Hui! Oh, wir sind alle ertrunken, weil wir Noobs sind. Ja. Erstmal T-Ballen. So. Zack. Oh, da liegen noch ganz viele Speere von mir. Meiner. Oder auch noch. Meiner. So, jetzt?
Ach so, Docking-Tunnel. Ah. Okay. Die Bomben, Vater! Wir stürzen ab! Renn! Oh, shit! Leute, sie ist davon gekommen, aber ich nicht. Das darf nicht wahr sein. Oh, scheiß die Wand an. Und dann, Vater, war der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist. Näher betrachtet ist es einfach ein Schmerz. Für dich, Vater, war Mitleid ein Sieg. Du hast dich geopfert, du hast gelitten und, wenn sich die Gelegenheit bot, hast du vergeben. Immer. Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia, du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür offen. Raptures Traum ist ausgeträumt, aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich, aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater, und ich brauche dich. Du musst mich führen. Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. Ja, meine lieben Freunde, das war Bioshock 2. Richtig, richtig. Richtig hammer, geiles, awesome, hammermäßiges Ende. Fand ich richtig gut. Diesmal richtige Entscheidung, sich für den guten Weg zu entscheiden. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Hat mir doch besser gefallen als Teil 1, muss ich sagen. Und doch, das Ende war richtig geil. Das Ende war richtig gut. Ja, damit würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet auch diesmal... Oh, da heißt einer Leon Hartwig, guck mal, der da oben jetzt... Ah, da oben verschwindet er gleich. Ah! Ja, auf jeden Fall,
Hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Mir hat es auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht. Ich lese eure Kommentare fleißig. Ich habe ja gesehen, dass es euch auch gefallen hat. Ich danke wie immer für die vielen Tipps, die ihr mir in den YouTube-Kommentaren gegeben habt. Macht weiter so. Hat mir das ein oder andere Mal dann doch wirklich geholfen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten LP einfach wiedersehen, wenn es wieder heißt Hardy in Action! Gehabt euch wohl, meine Leute. Ciao, ciao!